Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar den Mid-Year-Book-Freak-Out-Tag. Ja, ich musste es ablesen, es tut mir leid, ich habe mir das nicht merken können. Und zwar habe ich diesen Tag vor einiger Zeit bei dem lieben Philipp von Bookwalk gesehen. Schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde, der Philipp hat einen ganz, ganz tollen Booktube-Kanal. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, den Tag habe ich bei ihm dort gesehen und ich dachte, ich mache den mal, weil da sind ein paar coole Fragen da dabei gewesen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Frage Nummer 1. Das beste Buch, was du bisher in 2017 gelesen hast. Das beste Buch, was ich bisher 2017 gelesen habe, habe ich auch gleich im Januar gelesen. Und zwar war das dieses Buch hier, Diabolik von S.J. Kincaid. Ich habe mir gerade meine ganze Liste an Büchern nochmal durchgeguckt, die ich dieses Jahr bisher gelesen habe. Und ich habe sehr, sehr viele gute Bücher gelesen dieses Jahr. Aber das Buch, wo ich sofort hängen geblieben bin in Bezug auf diese Frage, war einfach Diabolik. Und ja, deswegen definitiv Diabolik. In diesem Buch geht es ja um Nemesis und Nemesis ist ja eine Diabolik. Und Diabolik sind künstlich geschaffene Wesen, die auf einen Menschen geprägt werden. Und alles, was dieser Mensch möchte, tut die Diabolik für ihn. Sie sind Kampfmaschinen, die diese Menschen beschützen sollen. Und Nemesis ist die Diabolik einer Senatorentochter. Und als diese Senatorentochter als Strafe für etwas, das ihr Vater begangen hat, an den kaiserlichen Hof geschickt werden soll, tut die Senatorin einen Plan hegen und Nemesis an ihrer Stelle dorthin schicken. Und was Nemesis dann alles dort erlebt und was für Intrigen sie ausgesetzt ist und wie sie mit dieser ganzen Situation umgeht, das ist es, worum es in Diabolik im Endeffekt geht. Es ist aber so, dass Nemesis natürlich eine künstlich geschaffene Kreatur ist, die keinerlei Empfindungen hat, außer quasi ihre unglaubliche Zuneigung zu ihrer Besitzerin. Das ist eine sehr, sehr groteske Situation vom Ausgang her und ich finde es ganz, ganz toll in dieser Geschichte, wie Nemesis sich dann verändert, wie man merkt, wie sie sich entwickelt und ja, was dann in dieser Geschichte nicht noch alles passiert. Das ist so unglaublich gut und diese Geschichte hat mich so gefesselt und sie war so toll und sie war so spannend zu lesen. Und es ist eine Science-Fiction-Geschichte, also es ist kein Fantasy oder Urban Fantasy oder irgendwas, es ist wirklich pure Science-Fiction und das war auch etwas, was mir richtig gut gefallen hat zwischen diesem ganzen Urban Fantasy und Fantasy und Liebesgeschichten, was ich ja sonst immer lese, war das wirklich etwas, was da herausgestochen hat und es war einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte, die mir auch heute noch richtig gut im Kopf geblieben ist, wie gesagt, obwohl ich sie im Januar gleich gelesen habe und ja, ich fand sie einfach ganz, ganz toll und kann sie euch immer noch empfehlen, deswegen definitiv Diabolik. Frage Nummer 2, die beste Fortsetzung, die du bisher in 2017 gelesen hast. Da habe ich auch kurz überlegt und bin dann aber sehr schnell auf dieses Buch hier gekommen und zwar Das Juwel, der schwarze Schlüssel. Das ist ja der dritte und letzte Teil von der Juwelreihe und ich fand einfach diesen dritten Teil mit dem Abschluss am Ende einfach wirklich gelungen, einfach wirklich perfekt. Ich fand, es war ein ganz, ganz toller Abschluss und ein ganz, ganz tolles Ende für die Reihe. Ich fand die Action in diesem Buch gut, ich fand die Entwicklungen in diesem Buch gut, ich fand die Charaktere in diesem Buch gut und es ist einfach ein wahnsinnig toller Abschluss gewesen und ja, definitiv die beste Fortsetzung, die ich bisher in 2017 gelesen habe. Drittens, eine Neuerscheinung, die du noch nicht gelesen hast, aber bald lesen möchtest. Hier habe ich mich entschieden für Die wahre Königin von Sophie Jordan. Das ist auch eine High-Fantasy-Geschichte, in der es um eine Prinzessin geht, welche seit 17 Jahren in einem dunklen Turm lebt und die eigentlich für tot gehalten wird und niemand darf wissen, dass sie noch lebt. Und sie muss dann aber aus ihrem sicheren Turm fliehen und sich in Sicherheit bringen und begegnet dem Waldläufer Fowler. Und er hilft ihr dann quasi auf der Flucht und aber auch er darf nicht wissen, wer sie ist, denn wie gesagt, sie schwebt in großer Gefahr, denn diejenigen, die ihre Eltern ermordet und gestürzt haben, sind nun hinter ihr her und ich finde, es klingt sehr, sehr spannend und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ja, ich möchte es auf jeden Fall ganz, ganz bald lesen. Viertens, das am meisten erwartete Buch im zweiten Halbjahr. Hier habe ich mich entschieden für den zweiten Teil von Götterleuchten und zwar, weil ich das Buch einfach so toll fand. Ich fand den ersten Teil so unglaublich gut. Ich liebe ja Jennifer Armentrout und feiere diese Frau ja total, deswegen freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr auf den zweiten Teil von Götterleuchten. Und ich habe dann noch überlegt, das neue Buch von Leigh Bardugo kommt ja im Oktober noch raus. Was heißt neu? Es ist schon eine ältere Geschichte, aber kommt jetzt bei uns in Deutschland neu raus. Und zwar Das Lied der Krähen. Ich fand ja in Griecha von Leigh Bardugo wirklich ganz, ganz toll, den ersten Teil. Und deswegen freue ich mich da auch schon, wenn das im Oktober erscheint. Und ansonsten, ja, mal gucken, was 2017 noch alles kommt. Ich weiß es gerade nicht so im Kopf, deswegen. Aber auf jeden Fall Götterleuchten, den zweiten Teil, freue ich mich sehr.
Fünftens, die größte Enttäuschung. Und zwar die größte Enttäuschung für mich dieses Jahr bisher war im Prinzip Hardwired. Ich habe so viel Gutes über dieses Buch gehört und ich fand es einfach nur langweilig. Die Geschichte war nicht neu, es hat mich nicht überrascht. Die Charaktere waren so, ja, die waren ganz nett, aber auch mit so einem typischen Hintergrund, mit einer typischen Vergangenheit, was man auch alles schon 100-mal gelesen hat. Und ja, für mich war das halt einfach eine Geschichte, die nichts Besonderes hatte und ja, das hat mich daher sehr enttäuscht. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, weil ich so viel positive Resonanz gesehen habe. Aber für mich war es halt einfach eine ganz einfache, lapidare Geschichte und hat mich da sehr enttäuscht, leider. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass das meine persönliche Meinung gewesen ist zu diesem Buch. Es gab Leute, die mir das echt übel genommen haben, dass ich dieses Buch als 0815 bezeichnet habe. Was ich nicht verstehen kann, denn es geht hier immer noch auf diesem Kanal um meine Meinung zu Büchern. Und ihr dürft natürlich andere Meinung sein wie ich. Ich darf andere Meinung sein wie ihr und wir müssen nicht immer derselben Meinung sein. Es wird Bücher geben, sicherlich, die ich gut finde, die ihr scheiße findet. So wird es immer sein. Es kann nie sein, dass man immer hundertprozentig den gleichen Geschmack hat. Und das ist auch in Ordnung so. Und deswegen mache ich mich deswegen nicht heiß, wenn ich sage, ich fand dieses Buch doof. Also es hat mich halt enttäuscht. Ich habe was anderes erwartet. Was mich auch enttäuscht hat, waren diese beiden Bücher dann noch. Als ich die suchte und Magonia einfach, weil es ein ganz schreckliches Worldbuilding hatte. Die Fantasy-Welt, die da teilweise drin vorkam, war absolut verwirrend. Das gab für mich alles keinen Sinn einfach. Es war einfach so ein Buch, was mir Kopfschmerzen bereitet hat. Und als ich die suchte, war von der Story her einfach enttäuschend. Ich habe mir am Ende was ganz, ganz anderes drunter vorgestellt, als es eigentlich war. Und wenn man sich hinten das durchliest, hat man quasi schon das Ende der Geschichte gelesen. Also es war einfach keine spannende, überraschende Geschichte, wie ich es mir oft erhofft hatte. Und hat mich daher auch echt enttäuscht. Machen wir weiter mit sechstens die größte Überraschung. Und ich habe gerade mal meine Liste an Büchern nochmal so durchgeguckt. Und das Buch, was mich dieses Jahr am meisten überrascht hat, war einfach Crushed. Zersprungene Gefühle, das ist der dritte Teil der Crushed-Reihe von The Shoulder Rose. Dieses Buch gibt es nur als E-Book leider. Und ich habe dieses Buch beim Welttag des Buches kostenfrei auf der Lux-Seite runtergeladen. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich einfach umgehauen. Es war eine so wahnsinnig tolle Geschichte mit so wahnsinnig tollen Charakteren, mit so viel Gefühl und so viel schrecklichen Dingen, die in diesem Buch einfach gewesen sind. Dieses Buch hat mich einfach komplett überrumpelt und komplett überrascht und ich war so begeistert von dieser Geschichte. Es hat mir so ultra gut gefallen. Ich kann es jedem nur empfehlen, der gerne Liebesromane liest, der gerne Bücher liest mit ein bisschen vielleicht auch einem ernsteren Hintergrund. Es war einfach so eine gute Geschichte und ich möchte auf jeden Fall die anderen Teile dieser Reihe auch noch lesen. Mal gucken, wann ich dazu kommen werde, aber es war einfach ein gutes Buch. In diesem Buch geht es um Heaven und Heaven ist nach einem jahrelangen Märtyrium endlich wieder in Freiheit. Sie hat es geschafft zu fliehen und muss jetzt natürlich versuchen, wieder mit dem Leben zurechtzukommen. Also sie versucht jetzt ein ganz normales Leben zu leben und bekommt dabei Hilfe von einer Seite, die sie niemals erwartet hätte. Und das war einfach so schön zu lesen und es war einfach so gefühlvoll geschrieben. Und ich fand, es war halt auch eine wahnsinnig gefühlvoll erzählte Liebesgeschichte, die in diesem Buch noch mit drin vorkommt. Und ja, es war einfach wunderschön und es hat mich echt überrascht, dieses Buch. Und ich fand es ganz, ganz toll. Siebtens, die liebste neue Autorin oder der liebste neue Autor für dich in 2017 oder Debütautor oder was auch immer. Für mich in 2017 definitiv die liebste neue Autorin war S.J. Kincaid für mich. Ich habe ja, wie gesagt, Diabolik Anfang des Jahres gelesen und jetzt diesen Monat habe ich die Insignia-Reihe, den ersten Teil gelesen, die Weltenspieler, und auch dieses Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich mag einfach die Art, wie die Frau Geschichten erzählt. Sie schreibt Science-Fiction-Jugendbücher und es ist einfach so wahnsinnig toll gewesen, diese Geschichten zu lesen. Ich bin so in die Welten eingetaucht, ich habe mir das alles so gut vorstellen können und ja, ich mochte die Geschichten auch, die sie erzählt und definitiv dieses Jahr S.J. Kincaid. Und ich werde definitiv, wenn da noch was kommt von ihr auf Deutsch, definitiv das alles lesen, was da kommt. Definitiv. So, jetzt kam die Post und ich wurde unterbrochen. Wir waren gerade bei achtens, dein neuester fiktiver Crush. Ich habe echt lang hin und her überlegt, weil es ist ja eigentlich bei mir immer Roth. Ne? Wenn mich einer fragt, Bookboyfriend oder so ein Scheiß, ich würde immer sagen Roth von Dark Elements, aber es ging um dieses Jahr und mein neuester. Und ich habe mich jetzt entschieden für den neuesten fiktiven Crush für Raffe oder Raphael. Und von Angel Fall. Ich finde den einfach als Charakter so toll. Er ist ein so toller Charakter.
Und im ersten Teil war er so toll. Und im zweiten Teil, auch nachdem er dann ewig nicht auftauchte, war er im zweiten Teil so toll. Ich fand ihn einfach vom Charakter her toll und wie das Ganze mit Penryn da. Und ach, das war einfach so toll und der Typ ist toll und er ist ein Engel und ach, er ist so toll. Was soll ich dazu sagen? Er ist einfach toll. Und ja, ich freue mich unglaublich auf den dritten Teil von Angel Fall. Und der kommt im Januar raus und da freue ich mich schon. Und ja, ich würde mich hier für Raphael entscheiden. Oder halt Raphael oder Raffi, wie auch immer man das aussprechen mag. Und ja, ich fand ihn einfach geil. Er ist einfach eine coole Sau. Also, Raffe. Neuntens, dein liebster neuer Charakter. Und auch hier habe ich echt ewig hinüberlegt, wen ich nehmen könnte. Es gab hier einige tolle Charaktere, die ich in den Büchern dieses Jahr hatte. Aber mein liebster neuer Charakter ist und bleibt Nemesis von Diabolik. Ich finde einfach, wie sie sich in dem Buch entwickelt hat als Charakter, wie sie wirklich von einer stumpfen Kampfmaschine sich entwickelt hat zu einem wirklichen Wesen, weil Mensch ist sie ja nicht, ne? Zu einem Wesen mit Gefühlen und Ängsten und Zweifeln. Das war einfach so unglaublich zu lesen und es war so toll zu lesen und sie ist so kick-ass und so toll und ja, definitiv Nemesis. Und ansonsten, was ich jetzt, wenn es jetzt nicht als neuer Charakter gewesen wäre, sondern aus den Büchern, die ich dieses Jahr einfach gelesen hätte, hätte ich mich genauso gut für Penryn entschieden von Angel Fall. Penryn ist auch einfach ein Charakter, die ist so cool drauf, die ist so kick-ass und die ist einfach von ihrer ganzen Art und von ihrem Wesen her einfach ein so toller Charakter und ja, also definitiv, wie gesagt, Nemesis. Und Angel Fall, den ersten habe ich ja letztes Jahr schon gelesen, deswegen kannte ich ja Penryn schon, aber auch im zweiten Teil war Penryn wieder ganz, ganz toll von Angel Fall. Und ja, würde mich dann hier, wenn es um einen Charakter ginge, den ich auch schon kennen würde, würde ich mich hier auch noch für Penryn entscheiden. Die beiden sind einfach so tolle Charaktere. Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Zehntens, ein Buch, welches dich zum Weinen gebracht hat. Also so richtig zum Weinen gebracht hat mich dieses Jahr noch kein Buch. Wo ich aber sehr mitgelitten habe und sehr mitgefühlt habe, war Crushed, zersprungene Gefühle von der Shoulder Rose. Dieses Buch war einfach so wahnsinnig gefühlvoll und so unglaublich gut geschrieben. Und ich habe da echt mitgelitten mit der Protagonistin und es war einfach so unglaublich gut und toll. Und deswegen habe ich mich jetzt hier mal für Crushed entschieden, auch wenn ich nicht richtig geweint habe, aber ich hatte nur ein bisschen Pipi in den Augen. Also ja, definitiv Crushed. Elftens, ein Buch, welches dich glücklich gemacht hat. Und ein Buch, was mich dieses Jahr definitiv glücklich gemacht hat beim Lesen, war Ewig Dein von Janet Clark. Ich hatte bei diesem Buch so ein bestimmtes Gefühl beim Lesen. Ich habe es als Twilight-Feeling bezeichnet, weil ich das Gefühl auch damals bei den Twilight-Büchern hatte. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben, aber das ist so eine innere Ruhe, die mich dann irgendwie überkommt. Und es ist einfach so ein Gefühl, was mich glücklich macht beim Lesen. Und es ist einfach so, dass ich das einfach sehr, sehr selten habe bei Büchern. Und ich hatte es definitiv bei Ewig Dein. So ein richtig, wirklich tolles Gefühl in Bezug auf die Geschichte, in Bezug auf die Charaktere. Ich war einfach happy, dass ich dieses Buch lesen konnte. Und es hat mir einfach so unglaublich gut gefallen, dieses Buch zu lesen. Und ja, deswegen ein Buch, was mich definitiv glücklich gemacht hat dieses Jahr, war Ewig Dein, weil ich dann, wie gesagt, dieses eine bestimmte Gefühl beim Lesen hatte. Wie gesagt, ich habe es als Twilight-Feeling bezeichnet. Bei den Potterheads ist es wahrscheinlich das Potter-Feeling. Ich weiß nicht, wie man dieses Gefühl beschreiben kann. Es ist einfach so ein inneres Gefühl, was einen ruhig werden lässt, was einen glücklich macht, was einen zufrieden macht. Und ja, das hatte ich definitiv bei Ewig Dein und dieses Buch hat mich sehr happy gemacht. Das ist eine Urban-Fantasy-Geschichte und hier geht es um Josie. Und Josie lebt auf einer Pferderanch und lernt am letzten Schultag auf dem Stadtfest einen von den Ureinwohnern kennen, von den Greenies. Und dann passieren mysteriöse Sachen und dieser Greenie, den sie kennengelernt hat, ist dann für ein paar Tage untergetaucht. Also sie hat ihn einfach nicht wiedergesehen und sie fand das sehr, sehr traurig, denn sie fühlte sich sofort zu ihm hingezogen. Und ja, und plötzlich taucht er dann auf ihrer Ranch auf, um dort mitzuhelfen und zu arbeiten. Was das alles mit diesen mysteriösen Dingen zu tun hat, die in diesem Buch noch vorkommen, das ist es, worum es in Ewig Dein eigentlich geht. Aber es geht noch um so viel mehr und es ist einfach so eine tolle Geschichte gewesen und es war einfach so toll, das zu lesen. Und ja, es war definitiv ein Buch, was mich glücklich gemacht hat. Das schönste Buch, was du in diesem Jahr erhalten oder gekauft hast oder ja, bekommen hast, wie auch immer. Und ich habe mich jetzt einfach mal so durchgewühlt und
ja, also es ist ja immer unterschiedlich, ne? Also ich finde zum Beispiel dieses Cover hier wunderschön von Alles oder Nichts von Simone Arnstedt. Ich fand aber auch von Als ich dich suchte das Cover richtig toll. Also es sind viele tolle Cover bei mir eingezogen, aber im Prinzip habe ich mich jetzt für Alles oder Nichts entschieden, aber ich finde auch Als ich dich suchte das Cover ganz, ganz toll. Also würde ich mich jetzt hier so mal für diese beiden so entscheiden. Ich mag einfach, wenn die Cover so rot-lila Töne haben, das mag ich einfach sehr. Frage Nummer 13. Welches Buch, welche Bücher musst du bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall noch beenden? Und zwar habe ich hier drei Bücher, die ich noch lesen muss. Und zwar hat Miki mir Anfang des Jahres drei Bücher rausgesucht, die ich in diesem Jahr definitiv lesen soll. Und ich habe noch nicht eins von diesen drei Büchern gelesen. Und zwar ist das erste Buch, was ich noch lesen muss, definitiv Selection von Kira Cass. Das ist der erste Teil. Dann definitiv noch lesen muss ich Nacht des Begehrens von Cressley Cole. Das ist der erste Teil der Immortals After Dark Reihe. Und ja, das hatte mir die Niki noch ausgesucht. Und dann definitiv noch lesen muss ich Mystic City, das gefangene Herz. Das ist auch der erste Teil von dieser Reihe. Ja, diese drei Bücher muss ich definitiv dieses Jahr noch lesen, weil, wie gesagt, Niki hat sie mir Anfang des Jahres rausgesucht. Und ihr wisst, wenn Niki mir Bücher empfiehlt, bin ich da eigentlich immer gut dabei, dass mir die Bücher auch gefallen. Da das aber alles drei erste Teile von neuen Reihen sind und ich ja eigentlich meine Reihen dieses Jahr alle erstmal beenden wollte, habe ich halt das Ganze erstmal nach hinten geschoben, um halt meine angefangenen Buchreihen erstmal zu beenden. Und das sieht bisher eigentlich auch ganz gut aus mit den angefangenen Reihen. Also ich habe schon sehr, sehr viel beendet. Ich habe jetzt noch Flammenmädchen, was ich beenden kann. Ich habe natürlich auch neue Reihen angefangen, aber ich bin auch dabei, wirklich sehr, sehr viel zu beenden. Mir fehlt noch Black Blade, der zweite und dritte Teil von Jennifer Estep, was ich beenden muss. Und dann noch den zweiten und dritten Teil von Grisha. Und dann, glaube ich, bin ich auch soweit mit allen Reihen vom letzten Jahr, die ich beenden kann, durch. Und bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Aber ich muss nochmal durchgucken. Also ich könnte ja mal ein Update-Video dazu machen, wie es mit meinen angefangenen Reihen aussieht. Das werde ich mal die Tage noch machen. Dann kann ich euch da mal auf dem Laufenden halten. Und ja, so viel zu diesen Büchern, die ich definitiv dieses Jahr noch lesen muss. Und die 14. und letzte Frage. Deine liebsten Book-Community-Mitglieder. Also ich habe diese Frage für mich so interpretiert, dass das die Booktuber, Booktube-Community-Mitglieder sind, die ich persönlich am liebsten habe, am liebsten schaue und ja, mit denen ich auch so ein bisschen vielleicht in Kontakt stehe. Und natürlich habe ich mich entschieden für Sina von Wörtern gefesselt, Niki von den Librellis, dann Nicola von dem Kanal Nicola, dann Lucia von The Magical World of Books, dann habe ich Gabi von Gabi Glam Books, hier gucke ich auch wirklich sehr, sehr gerne die beiden, also Lucia und Gabi, dann Nina von It's All Started with Harry, da gucke ich sehr, sehr gerne ihre Vlogs, dann Lea von Liberiarium. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Liberiarium? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Auf jeden Fall finde ich, Lea macht ganz, ganz tolle und kreative Videos. Da ziehe ich echt meinen Hut vor bei ihr. Finde ich ganz, ganz toll. Philipp von Bookwalk gucke ich natürlich auch super gerne. Dann habe ich noch Sarah von The Sour Story und die Büchernixen habe ich dann noch aufgeschrieben. Also Sylvie mag ich auch total gerne und ihre Mädels. Also das sind so die Leute, die ich definitiv immer gucke und schaue, auch wenn ich da jetzt nicht jedes Video kommentiere. Aber das sind halt Leute, die ich wirklich sehr, sehr gerne gucke und schaue. Wie gesagt, mit ein paar Leuten davon bin ich auch in Kontakt. Und ja, das sind definitiv meine liebsten Booktube-Book-Community-Mitglieder. Das war der Mid-Year-Freak-Out-Book-Tag. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich fand den Tag auf jeden Fall ganz, ganz cool. Und ja, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.